Splitfest-Neuigkeiten. Willst du 2016 lieber fit oder reich werden? Stimm vor der Lobby am Waldstand ab. Los jetzt. Hier kommt das neueste Update. Was gibt's Neues? Oh, Calligraph Fresco. Calligraph Fresco, teste das gute Stück mal. Als Fresco hat der Calligraph einen Platz in der Königsklasse der Borstenwaffen sicher. Das verdankt er seinen Extras, Klecksbomben und Tenzuka für extra leichte Handhabung. Du solltest mit diesem Set die Qualitäten von Pinseln schätzen lernen, wenn nicht bereits geschehen. Ja, meine lieben Freunde und Kinderchen, und damit willkommen zurück zu Splatoon Online. Heute auf jeden Fall Splatfest Action am Start, dazu noch ein Waffentest und zwar zum... Nein, nicht der Quasto Fresco, ne? Nicht hier wieder irgendwie fehlleiten lassen von irgendwelchen Namen. Sondern einfach mal hier drauf gehen und sagen, hey, dich kaufe ich doch. Denn ich habe das Geld. Und dich ziehe ich auch an. Hey. So. Wenn wir uns die Waffe jetzt mal ein bisschen näher anschauen, meine lieben Freunde und Kaninchen, sehen wir ganz klar, dass die Werte in Sachen Reichweite, Tempo und Leichtheit gleich geblieben sind, aber es sind andere Waffen am Start, wie zum Beispiel Klecksbombe als Sekundärwaffe, wie zum Beispiel Tenzuka als Spezialwaffe. Und ja, heute der große Vergleich, ist der Calligraph Fresco besser als sein Vorgänger? Schwer, sehr schwer, aber man kann immer hoffen und gucken. Wir sehen uns dann gleich im ersten Splatfest-Kampf. Da geht's auch schon los und zwar ist heute die Schollensiedlung dran. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Map-Rotation heute aussieht, aber ich denke mal, ist mir doch auch Wurst. Im Endeffekt kommt es auf die Waffe an und da werden wir jetzt ein bisschen knackig-knackig vergleichen, ne? Also in Sachen, ja, Ausstattung der Waffe kommt es ja heute sehr krass drauf an. Also auf die Gegebenheiten der Waffe in Sachen Färbetempo und sowas, da muss man nicht drüber diskutieren. Ist das gleiche wie beim normalen Calligraphen. Wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, sind die Werte gleich geblieben, aber es kommt ein bisschen aufs Innere an. Wir müssen auch mal auf die Taktung eingehen, wenn man das mal so ein bisschen IT-mäßig sagen darf. Ich als IT-Experte des Jahrtausends, natürlich, ganz klar, ne? So, anstatt des Tintentitans haben wir nämlich hier eine Tenzuka und die kann auch knackig sein, wenn man denn will, ne? Kann man auch ein bisschen mit einfärben, aber ist ja primär dazu gedacht, um Gegner halt zu killen. Mit diesem fetten Schwall oder diesem fetten Tornado, der da halt über die Gegner drüber fliegt hier. Das habe ich doch gesehen. Das habe ich doch gesehen, Gabi. Hallo. Was soll denn das? Nicht hier wegrennen, hallo. So. Also im Calligraphen, ne? Der Calligraph ist ja eine Waffe, die ich eigentlich so gesehen relativ gut kann. Was gleich natürlich wieder belegt wird, weil... Oder was heißt belegt? Ja, wenn man das ironisch beantworten möchte, es wird belegt durch die Tatsache, dass ich dann sterben werde. Hey. Oh ja. Aus dem Grund. Und ich wurde getötet von ich. Props an dich, ich. Du hast es drauf. So, ich hätte vielleicht eine, naja, Klecksbombe ziehen müssen. Vielleicht hätte das auch was gebracht, eventuell. Auch wenn es momentan relativ gut für uns aussieht. Aber man soll sich ja auch nie sicher sein, weil gerade sowas hier, ne, das kann schon mal da reinspielen. Ihr wisst Bescheid, ne, da dachte ich mir schon. So, dann lass uns mal hier so ein bisschen rumballern und vielleicht erwischen wir jemanden. Ja, die Gabi, die ist willig heute, ne. Die Gabi, die hat es heute echt in sich. Und was zum Fick? Ein Blindkill, ja, das ist doch immer das Beste, was es gibt. Hey, da haben wir noch einen erwischt. Und zwar ein Cast-Typen, ey. Die Welt ist echt ein Dorf, kann das sein? Props an dich! So ist das auf jeden Fall. Uiuiuiui. Ja, das dominieren wir gerade ein bisschen. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich finde es von den Waffen her recht gelungen, muss man jetzt mal echt so sagen. Auch wenn ich quasi, naja, sagen muss, okay, von der Spezialwaffe her nicht ganz mein Fall, muss ich trotzdem sagen. Muss ich trotzdem sagen. Wow. Von wo kam das denn? Muss ich trotzdem sagen. Die Klecksbombe ist cool. Die Tenzuka ist cool. Auch wenn ich echt sagen muss, mir gefällt. Ah, nochmal gekillt. Mir gefällt da der Tintentitan echt besser. Aber wenn man halt echt im Flow dieser Tenzuka drin ist, dann sieht man sowas auch mal sehr gerne, ne? Was? Das haben wir doch gerade eben noch geführt. Das ist doch nicht dein Ernst. War klar, ne? Aber okay.
Ne, ist ganz klar, Team Vital gegen Team Kapital. Die geldgeilen Leute, die müssen natürlich jetzt wieder hier, hoffen, dass sie das sich irgendwie erkaufen können mit dem Sieg. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte mir ein schlagkräftiges Argument einfallen lassen, aber das wurde leider nichts. Naja. Ich habe nachgeschaut. Dekabahnstation und Mahi Mahi Resort sind die beiden anderen Maps, die hier in der Rotation drin sind. Ja. Gut. Vielleicht können wir gegen die was ausrichten. Ich bin mal gespannt. Na, also nochmal zum Vergleich. Auch wenn ich sagen muss, naja. Also auf den ersten Blick, ne, gefällt mir der normale Kalligraph schon besser wegen der Tatsache des Tintentitans. Ne, ich nutze zwar die Sprungboje überhaupt nicht, gar nicht eigentlich, obwohl man das ja echt machen sollte, so als Teamwaffe. Muss ich trotzdem sagen, das mache ich null so. Ich setze mich mal bei Medusa-Klecks-Roller ein und das soll schon was heißen, ne? Muss man ganz klar so sagen. Deswegen muss ich da sagen, geht der Punkt da klar an den Fresco wegen der Klecks-Bombe. Die werde ich schon häufiger nutzen als, ja, ich sag's mal so. Ich werde die Klecks-Bomben häufiger nutzen in einem Kampf als die Sprungbojen in meiner gesamten Splatoon-Laufzeit. Weil Sprungbojen, wie gesagt, überhaupt nicht mein Fall so. Ah, stimmt, das gibt ja Rückstoß hier noch, ne? Oh, das ist natürlich ganz toll, ne? Naja. Na, so in Sachen Sekundärwaffen gewinnt ganz klar die Fresco, aber in Sachen Spezialwaffen muss ich sagen, ist für mich die normale Ausstattung des Kalligraphen ein bisschen besser dran. Ne? Ansonsten so Kalligraph ist eine richtige Killwaffe für mich. Ich, wenn ich einmal drauf ziele, dann geht's aber erst richtig in den Knick, das sage ich euch. Ne? Dann wird da erst recht Welle gemacht. Ich bin da relativ gut drin. Ne? Ich habe auch übrigens vor, in diesem Splatfest sehr, sehr ausgiebig zu zocken. Ja, das sage ich mir immer wieder. Ich weiß, und danach wird es am Ende ein Part oder so. Aber es hat damit zu tun, ich wollte ja beim letzten Mal, beim letzten Thema hier mit der Ananas und sowas, Pizza auf Ananas oder nicht, wollte ich da auch machen. Da wurde aber nichts draus. Oh Gott. Da wurde aber nichts draus. Weil meine Festplatte ja kaputt gegangen ist von meinem PC. Somit konnte ich dann da halt nur ein Part aufnehmen. Und naja, so ist es auf jeden Fall, ne? Aber ich denke, das Splatfest hier wird, glaube ich, zum ersten Mal so richtig krass beendet. Wenn nicht so, ja, dann gönne ich mir da so ein paar mehr Kämpfe als sowieso schon, das ist okay. Fuck. Komm ran, Fräulein. Verdammt. Verdammt. Oh. Ja, ich bin gut im Tinsuka verschießen, nicht wahr? Ich denke schon. Sieht man vielleicht. Oh, hier hat ja gar keine angemalt. Ja, dann nutze ich das nochmal schnell am Ende, ne? Nehme mir da die Punkte mit. Vielleicht gibt es ja noch die 700 voll. Ah, unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, aber auch knapp an der Teufelszahl vorbei. Ah, ich habe heute einfach kein Glück, ne? Merkt man vielleicht. Gut, meine lieben Freunde und Kollegen, dann beim nächsten Kampf das vollständige Fazit zu dieser Waffe. Ich denke, ich habe das meiste schon gesagt, aber um es nochmal in eine Nutshell zu putten, mache ich das mal, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, und fast Level 20. Ich wollte gerade sagen Level 30. Ah, Mahi Mahi Resort bei Nacht. Total cool. Richtig cool. Ich habe schon mal davon gehört, wie das so sein soll. Und ich wenn man sich da mal den Horizont anschaut und den Himmel, total cool, ey. Richtig schön. Auch hier diese Wasserspiegelung und sowas. Das sieht total cool aus. So, als würde man quasi bei Nacht hier spielen. Total realistisch. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wow. Naja, soll nicht darum gehen. Soll darum gehen, welche Waffe denn jetzt besser ist. Ist der Kalligraph besser oder ist der Kalligraph Fresco besser? Um es ganz kurz zu halten. Ich muss. Ja gut, am Ende werde ich sowieso wieder über den ganzen Part hinausziehen. Ist ja ganz klar, ne? Wenn ich sage kurz, meine ich damit der ganze Kampf so. Man muss ja was zu bereden haben, hallo. Ja? Was soll denn das?
Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, meine lieben Freunde und Kaninchen, so im direkten Vergleich ist für mich der normale Kalligraf besser. Ja, das. Der Fanclub des normalen Kalligrafen, der springt jetzt auf und denkt sich so, ja, ich wusste es. Ah! Ja. Und der Fanclub des wunderbaren Fresco-Kalligrafen geht jetzt heulend in die Ecke und denkt sich so, wie kannst du uns das so antun, Randome Kai? Ist fremd. Ja, so ist das eben, ne? Tschüss. So ist das eben. Ne, ich muss ganz ehrlich sagen, so die Vorteile liegen ganz einfach in der Spezialwaffe. Ne? Auch wenn ich sagen muss, du kannst halt mit der Tsuka alles wegbönern. Alles wegdönern, alles wegbumsen. Alles wegwicklern. Aber im Endeffekt fühle ich mich mit dem Tintentitan schon noch ein bisschen wohler, auch wenn ich irgendwie sagen muss, ich habe jetzt mit der Tsuka mehr Kills gemacht als mit dem Tintentitan. Das ist schon irgendwie ein bisschen lächerlich, oder? That's ridiculous, isn't it? Aber ansonsten, ich kille auch wahrscheinlich, oder ich glaube sogar mit dem Kalligrafen mehr als mit dem Medusa-Klecks-Roller. Also ich soll es mir vielleicht mal so einen kleinen Waffenwechsel überlegen. Also so einen Main-Waffenwechsel. Vom Medusa-Klecks-Roller auf den Kalligrafen. Weil wenn ich da einmal spamme mit ZR, dann gehe ich da richtig ab. Da geht die Luzi richtig ab, das sage ich euch. Ne? Da wird da alles weggedönert. Aber so an sich. Oh. Ja, komm her. Na, aber so an sich muss ich sagen, Kalligraf Fresco ist schon cool. Ne? Kann man auch vielleicht mal abwechselnd machen. In einem Part mal, Kalligraf Fresco, im anderen Part mal so und so. Ich habe keine Ahnung, muss mal schauen. Was war das denn? Ui. Aber die N-Zip muss ich auch irgendwann nochmal spielen. Die ist auch krass. Ne? So. Wie war eigentlich der letzte Kampf? Haben wir da gewonnen? Ich glaube schon, ne? Umso besser. Ach, du kleine Missgeburt. Ha! So viel zu Vorsätzen im neuen Jahr, ne? Egal, wir haben trotzdem gewonnen. Das sieht aber echt schön aus, muss ich sagen. Wirklich. Total hübsch. Das Mahi Mahi Resort bei Nacht. Und damit würde ich sagen, wäre es das für diesen Part gewesen, meine lieben Freunde. Und jetzt mit 1000 Punkten glatt, sage ich, das wär's. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde und Kinderchen. Haut rein. Ciao. Hey und Level Up. Schön. Das gibt dann Supermuscheln. Ja. Schön.